Es ist jetzt gerade nicht so eine einfache Situation, weil doch auch viele jetzt in der Nationalmannschaft weg sind. Ich muss mir da einen Überblick verschaffen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt einfach nur ein System durchspiele. Ich glaube, da müssen wir auch mit den Spielern ein bisschen reden, was sie sich am wohlsten fühlen. Und dementsprechend wird auch die Aufstellung der Wochenende auswählen. Und vor allem ist es für mich immer auch sehr variantenreich aufzusetzen, dass da ein Gegner nicht berechenbar bist, also dass du nicht einfach aufzurechnen bist. Die Möglichkeiten beim FC Basel sind ganz anders. Die sind, da muss man dominant auftreten, authentisch auch auftreten. Ich behaupte auch ein bisschen wieder zurück zur Bescheidenheit. Und auch sicher mit grossem Selbstvertrauen auftreten. Aber Bescheidenheit, dass, wenn es darum geht, wieder zu ackern und zu fighten, habe ich nichts dagegen. Und das muss wieder auch ein bisschen ein Motto sein vom FC Basel. Du hast vorhin gesagt, es gibt gewisse Spieler, die du musst wie Könige behandeln. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Ich meine damit, dass doch gerade die Spieler, und das auch Schöne daran ist, dass es noch Basler Jungs sind, vieles erreicht haben. Und man muss aber das immer wieder bestätigen. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sich immer auf den alten Erfolgen ausruht. Man muss neue Motivation finden. Und das liegt jetzt auch in meiner Aufgabe, dass gerade den angesprochenen Spieler, Alex Frey, Markus Steller, auch gerade die Degensbrüder, dass das Miteinander funktioniert. Dass sie jetzt gerade mit diesen vier angesprochenen per Dube ist ja logisch, zusammen geshootet. Aber ich halte nicht viel von diesen Regeln, ob das jetzt für sie Sport ist, denke ich, die Regeln angebracht. Jeder, der mich als Trainer bezeichnen will, bin ich den Spieler selber. Also ich glaube, in Italien wird der Mister gerannt. Irgendwo gibt es überall gewisse Regeln, aber das müssen die Spieler auch selber entscheiden. Ich war selber Spieler und ich weiss, wie das funktioniert. Wenn mal ein neuer Trainer kommt, dann will man sich wieder aufdrängen. Der Konkurrenzkampf ist groß, jeder kriegt sicher auch wieder eine neue Chance. Vielleicht sehe ich Sachen, die der Vorgänger nicht gesehen hat. Also ich will mich da jetzt nicht gross in der Vergangenheit unterhalten. Mich zählt die Zukunft.